Ja, ich gehe mal von aus. Ich meine, wir haben das Pokalspiel sehr souverän gestaltet. Also von dem her waren wir da auch konzentriert. Und ich denke schon, wir haben die Zeit gut genutzt. Auch jeder genügend Spielpraxis bekommen. Auch die Spieler, die jetzt nicht so zum Einsatz kamen oder die verletzt waren, ja, durch das Freundschaftsspiel gegen Luxemburg, auch einen guten Gegner gehabt. Von dem denke ich, ist jeder im Rhythmus, auch durch Spiele von U23, wo der eine oder andere mitspielt. Und das werden wir brauchen für die nächsten Wochen jetzt noch. Ja, die werden ganz, ganz hart werden. Und ja, ich denke, wir sind gut vorbereitet gegen Babelsberg. Und wir müssen natürlich da genauso konzentriert, konsequent auftreten wie die letzten Wochen, weil Babelsberg weiß auch, um was das geht bei diesem Spiel. Ja, und ja, die haben auch keine schlechte Mannschaft. Ja, natürlich. Wie gesagt, wir haben uns jetzt ein bisschen freigeschwommen, sage ich mal. Aber ja, richtig wegkommen kannst du natürlich jetzt durch einen Sieg, ja, gegen Babelsberg. Das weiß jeder und das soll jetzt keine Belastung werden. Wir haben es gezeigt die letzten Wochen, dass wir damit umgehen können. Und wir müssen uns nur auf den Gegner drauf einstellen, ja, der das auch weiß, der genauso fighten wird und kämpfen wird. Aber ich bin mir sicher, wenn wir diese Leistung am Tag legen, wie die letzten Wochen, dann werden wir hier gewinnen und dann sind wir schon wieder ein Stückchen weiter.